Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video ist uns so einiges passiert. Es bleibt richtig spannend, denn beim Offenstall ist nicht alles glatt gegangen, so wie wir uns das gewünscht hätten. Wie es war, was genau passiert ist, das seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! Meine Videos gibt es jetzt immer eine Woche vorher schon auf watchbetter.com zu sehen. Der Link dazu steht in der Beschreibung unter dem Video zum einfachen Draufklicken. Wer unseren Kanal schon richtig gut verfolgt hat, der weiß vielleicht, dass uns unser eigentlicher Offenstallbauer abgesprungen ist. Denn eigentlich hätte es ein anderes Unternehmen machen sollen und da haben sich aber die beiden Geschäftsführer sind auseinandergegangen. Und jetzt konnten sie leider diesen Auftrag nicht mehr ausführen. Also haben wir uns selber einen Bagger geholt. In diesem Fall ist dieser noch gemietet. Wir haben uns aber dann etwas später auch noch einen selber gekauft, damit wir einfach auch ganz viele Arbeiten selber machen können und uns nicht dumm und dämlich zahlen. Lea und Julian, das war so lustig, weil Julian konnte alleine, dieser Rasenmäher hat so eine Funktion, dass wenn man aufsteht, also wenn man zu leicht ist, dann geht der Motor nicht an. Und Julian wollte unbedingt Rasenmäher fahren und Lea hat einfach ein bisschen Gewicht gespielt, hat sich mit hinten draufgesetzt, weil dann kommt Julian vorne an die Pedale, er kann aber nicht vorne drauf, also er kann nicht die Pedale bedienen und gleichzeitig hinten genug Gewicht drauf haben, weil er so ein Fliegengewicht ist. Und dann hat er Lea gefragt, ob sie nicht einfach ein bisschen Gewicht spielen kann. Und hier seht ihr sie jetzt, wie sie super schön alles gemäht haben. Julian liebt einfach Maschinen und interessiert sich da sehr dafür. Er kann auch schon alleine Hoflader fahren und ist sehr verantwortungsbewusst und macht das richtig, richtig gut. Da, wo der Offenstall hinkommen soll, waren bisher erst ein paar Betonplatten. Aber die Betonplatten waren nicht stabil genug, um den ganzen Offenstall wirklich stabil zu halten. Also haben wir hier mehrere Fundamente gebaut, also einfach nur die Schalung. Und da kommt dann Beton rein. Das wird dann richtig fest und richtig hart, hat auch ein gewisses Gewicht. Das heißt, wenn die Luft angreift von der Seite und gegen den Stall drückt, dann kann es das sozusagen auch nicht raushebeln, weil unten schwere Gewichte dranhängen. Dafür seht ihr jetzt diesen lustigen langen Ausleger, denn ihr seht, dass der LKW ja nicht weiter hinfahren kann und es gibt verschiedene LKWs mit kurzem und mit langem Ausleger und dieser Ausleger hatte sogar so eine Spannweite, dass er bis zum hintersten Betonpfosten gekommen ist. Hier siehst du jetzt, wie der Beton aus dem Betonmischer flitzt und dann über das Förderband transportiert wird. Das zeige ich euch noch ganz kurz, weil es einfach irgendwie witzig ausschaut und dann hinten ins Loch plumpst. Hier wird jetzt mit einem Holzstock noch mal ein bisschen drin rumgestochert, damit sich der Beton gut setzt. Mit Wasser die Oberfläche geplättet, das seht ihr jetzt hier und dann ist das Ganze auch schon fertig. Hier werden jetzt schon die Balken etwas gesägt und ihr müsst mal gucken, Joni, unser Mitarbeiter, der hat hier alles gegeben, hat die ganzen Späne sogar teilweise ins Gesicht bekommen und hat durchgezogen. Der nächste Schritt, als die Betonklötze ausgehärtet waren, war mit einem riesengroßen Radlader die Teile, also die Seitenwände und auch die mittleren Stützen aufzustellen. Dafür wurden sie vorher vormontiert. Und jetzt habe ich euch hier ein kleines Zeitraffer gemacht, damit ihr seht, wie die Stützen und die Balken dann aufgestellt wurden. Als nächstes wurden jetzt diese großen zusammengeschraubten Teile aufgestellt und es sieht jetzt alles super schnell aus, aber in echt hat es wirklich mehrere Monate gedauert, jetzt den gesamten Offenstall fertigzustellen. Wir haben das alle etwas unterschätzt, dass das doch deutlich mehr Arbeit ist, als man dann so sieht, weil man sieht ja dann nachher nur noch drei Wände und denkt sich, naja, das ist schnell alles gemacht. Aber es war jetzt doch ganz schön viel Arbeit und hat sehr viel Schweiß und Mühe gekostet. Wir konnten einige Balken vom alten Offenstall noch verwenden, das war ganz gut, aber die ganze äußere Hülle musste dann doch neu gemacht werden, weil einfach die alten Balken oder die alten Bretter nicht mehr gut genug waren, um sie jetzt hier nochmal neu aufzubauen. Um das Dach dann letztendlich wirklich nach oben zu bekommen, haben wir extra eine Vorrichtung für den Hoflader gebaut, das seht ihr jetzt hier mit so langen Holzbalken, um das dann wirklich einfach wie hier jetzt zu sehen hochschieben zu können und dann noch einmal ein bisschen nachzuschieben, weil sonst wäre der Hoflader einfach ein bisschen zu klein gewesen. Da die Betonplatten nicht für den gesamten Bereich gereicht haben, die schon ursprünglich vorhanden waren, habe ich nochmal Betonplatten gekauft und unter die Betonplatten kommt dann hier sogenannter Frostschutzkies und dieser wurde gerade geliefert und kommt dann da hinein. Währenddessen habe ich mit unserem neuen Bagger hier schon mal angefangen, den Paddock vorzubereiten.
Denn nur ein offener Stall reicht natürlich nicht. Die Pferde brauchen auch einen matschfreien Auslauf. Und dafür muss die oberste Schicht abgemacht werden. Müsste man zwar nicht unbedingt machen mit den Platten von Ritcon, aber der Regen kann einfach und das Wasser kann einfach doch besser ablaufen, wenn auch unten drunter eine sogenannte Drainageschicht, also sprich auch einfach Kies ist, wo das Wasser durchlaufen kann und unten drunter sich kein Matsch bildet, dass es dann doch wieder zu Staunässe kommt. Hier muss man darauf achten, dass es ein Gefälle gibt, das ungefähr zwischen 1 und 3% beträgt, damit das Wasser auch tatsächlich gut abläuft. Hinter dem Haus gibt es später auch noch einen kleinen Offenstall. Da ist uns leider die Verschalung geplatzt und der ganze Beton rausgelaufen, weil das Holz einfach zu weich geworden ist und dann die Nägel rausgebrochen sind. Das war richtig ärgerlich, denn natürlich musste jetzt schnell gehandelt werden. Ich habe dann hier schnell zugemacht und wir mussten nochmal quasi alles neu bauen, alles reinschaufeln. Ich habe dann den Huflader geholt und bin nochmal schnell hintergefahren. Sowas passiert eben leider auch. Sternschnuppe und Tiara haben sich den Tag gechillt und haben ein bisschen bei den Bauarbeiten zugeschaut. Jetzt kommt der Feinschliff von unserem tollen Wasserableitungssystem, das wir jetzt hier gebaut haben, vor unserem schönen Offenstall. Und wir hatten immer das Problem, dass das Wasser vom Misthaufen hier reingelaufen ist. Und jetzt bleibt das Wasser einfach schön im Misthaufen. Und jetzt mache ich hier einfach noch einen schönen sanften Übergang, damit die Pferde auch ja nicht stolpern. Verschwinden, muss man immer ein bisschen draufpatschen. Ja, dann drückst du die großen Steine rein und es wird schön glatt. Natürlich durfte auch der Name und das Jahr des Offenstallbaus nicht fehlen und das habe ich dann noch in den Betonsockel eingraviert. Dann ging es an die Verschalung von außen. Da haben wir noch alte Bretter nehmen können und ich finde, das ist eine richtig coole Optik, so neu und alte Bretter gemischt. So Leute, scheiße, uns ist der 14-Tonner hier in der Wiese verreckt. Jetzt versuchen wir den rauszuziehen, aber ich glaube, wir haben keine Chance. Er hat dann einfach mal dort den Kies abgeladen, wo er eigentlich gar nicht hin sollte, weil es einfach nicht anders ging. Dadurch ist er leichter und wir haben versucht, ihn dann rauszuziehen. Und ja, das war dann schon auch ganz schön mühsam, diesen Kies wieder an die ursprüngliche Stelle zu bekommen. Und durch das, dass er den Kies da abgeladen hat, hat er sich dann noch etwas weiter eingebuddelt. Ich habe dann mit dem Hoflader Kies gefahren und ordentlich angefangen zu rächen. Das wird dann hier in die Platten eingerecht. So Leute, heute ist ein Tag, ich sag's euch. Nicht mein Glückstag. Jetzt kommt der zweite LKW. Wir schauen uns jetzt erstmal an, ob der überhaupt hier rein kann. Weil der andere steckt immer noch fest und ich glaube, jetzt stecken dann gleich zwei fest. Dieser zweite LKW hat Allrad und ich habe gesagt, er soll sich erst anschauen, ob er meint, dass er wirklich da rauskommt. Und er sagte, doch, doch, das klappt, er probiert's. Und dann hat es leider nicht geklappt. Hier sieht man jetzt schon, dass bevor sich das Seil spannt, der rechte LKW, der den linken rausziehen soll, schon durchdreht. Und da haben wir schon gemerkt, nein, das wird nichts. Und als er dann nach vorne fahren wollte, wäre er fast noch in den anderen reingerutscht. Das war wirklich richtig knapp. Nee, jetzt ist vorbei. Nee, wenn er jetzt so fährt, dann rutscht er rein, glaube ich. Das ist nicht gut. Ist gar nicht gut. Ihr müsst jetzt einfach warten, bis der andere kommt. Schlussendlich hat er es dann Gott sei Dank geschafft, alleine zumindest wieder ein Stück weit rauszukommen. Aber er ist beim Rückwärtsfahren dann leider auch wieder noch abgerutscht und hätte fast unseren neuen Offenstall noch wieder mit eingerissen. Also das war knapp, es war so ein Meter. Und dann steckten beide LKWs fest. Wir waren dann beim ersten Nachbarn, weil die haben natürlich deutlich größere Traktoren als wir. Der erste Nachbar war nicht da und dann sind wir zum zweiten Nachbarn gefahren und der war da und hat uns sofort geholfen. Vielen lieben Dank an dieser Stelle nochmal, das war wirklich mega nett. Und hier seht ihr jetzt, wie der LKW nochmal zur Seite abgerutscht ist, uns nochmal in den neuen Paddock reingerutscht und Gott sei Dank nicht gekippt oder irgendwas, weil das sah da auch noch kurz so aus, dass der vielleicht in diesen Paddock reinkippt. Auf jeden Fall hatte es dann geklappt, dass der Traktor ihn rauszieht und wir waren alle ziemlich erleichtert, dass das doch noch so gut dann ausgegangen ist. Hier wurde jetzt noch der zweite LKW rausgezogen, auch das hat gut funktioniert und ja, wir haben uns riesig bedankt, waren mega happy. Da seht ihr übrigens unseren Traktor, der ist doch etwas kleiner und schon deutlich älter und hat auch nicht so eine gute Übersetzung. Also vielen herzlichen Dank nochmal für diese schnelle, spontane Hilfe. So konnten alle in ihren Feierabend fahren. Jetzt auch Feierabend. Echt? Nee. Nein, wir machen noch weiter. Wir müssen. Wir
Wir machen jetzt noch die Löcher weg. Achso, hier und hier wieder zu und die Koppeln und die Waben. Balti hat gedacht, dass das seine neue Hundehütte ist. Da musste ich ihn dann leider enttäuschen. Er fand es richtig schön, schon da drin zu liegen und seine Ruhe zu haben. Tja, Balti, da kommen leider die Pferde rein. Jetzt kommt's zum spannenden Teil, nämlich die Ritkon-Platten. Und mit Hilfe von Ritkon konnten wir das hier realisieren. Danke auch an Christina und Flo und an Helena. Unsere Arbeit ist immer noch nicht fertig mit dem Offenstall, denn die Pferde fangen jetzt an, uns den zu verkauen. So können die Pferde nichts mehr anfressen. Jetzt sind wir schon fast fertig mit unserem Offenstall. Wir verlegen gerade die letzten Platten. Dann kommt Kies drauf, dann müssen wir nochmal abrütteln, dann wieder Kies drauf und dann ist es auch schon fertig. Yeah.